eine von denen, mit denen du Sex hattest, oder wie? Nein, das war die zweite, die genauso gemacht hat. Ja, ich hab gesagt, Schatz, hör mal zu, ich bin fremdgegangen. Du siehst doch jetzt schon psychisch. Ach komm, hau ab, verpiss dich. Ey, ey, immer mit der Ruhe hier. 40%, die hier sitzen, sind nicht besser, also. Denn Dennis, du bist heute hier, weil wir über Kevin und Steffi, deine beiden Freunde, die wir hier auf dem Bild auch sehen können, sprechen möchten. Was fällt dir denn zu den beiden ein? Ach, purer Stress. Warum? Purer Stress. Das ist, ich habe noch nie so eine chaotische und asoziale Beziehung gesehen, wie die führen. Okay, inwiefern chaotisch, inwiefern asozial? Ach, ich sag mal, während er 8 bis 10 Mal Fremdvögeln geht. Quatsch. Sitzt sie zu Hause, macht das Mauerblümchen und... Ich sag mal, wenn sie nicht spurt, wie er soll oder wie sie soll, wie er sagt, dann heißt es sofort, weißt du was, ich werf deine Sachen vom Balkon, kannst deine Sachen nehmen, dich verpissen, dann ist gut. Sag mal, und würdest du denn denken, dass Steffi auch fremdgehen würde? Es ist schwer einzuschätzen. Also ich habe das Gefühl, er drängt sie auch dahin, dass sie irgendwo anders Geborgenheit sucht. Weil da hat sie gar nichts mehr, also. Ja. Die beiden erwarten ein Kind, oder? Richtig, genau. Das ist ja die schlimmste Katastrophe davon. Warum? Ja... Weil ich das katastrophal finde. Ich finde, sowas sollte man verbieten. Also, da muss man auf dem Boden der Tatsachen bleiben, weil es kann nicht sein, dass irgendwelche Leute Kinder in die Welt setzen, obwohl sie sich noch nicht mal um sie selbst kümmern können. Also das sollte man direkt unterbinden. Du hast ja eine sehr schlechte Meinung von deinen Freunden, muss ich sagen. Na gut, ich bin gespannt, wie die beiden reagieren, weil du wirst heute die beiden ja auch konfrontieren mit genau dieser Kritik. Na, schauen wir mal. Ich bin sehr neugierig. Hier ist der Kevin. Kevin, Butter bei die Fische. Stimmt es, was Dennis behauptet? Bist du untreu? Ja, teils, teils. Ja, ja. Ja, ja. Ey, ey, immer mit der Ruhe hier. 40%, die hier sitzen, sind nicht besser, also. Nehmen wir mal einfach so, ich sag mal, ein Drittel. Also, ihr seid alle untreu. Wir sind alle treu. Ja, also so. Wie weiß sie denn, dass du fremd gehst? Ja, sagen wir mal so, sie weiß es. Ja, ja, ich habe ihr das schon gebeichtet. Du hast ihr das gebeichtet? Ja, ja, was hast du ihr denn gebeichtet? Ja, ich habe gesagt, Schatz, hör mal zu, ich bin fremd gegangen. Da stand man an der Bushaltestelle. Ich sag so, gehst du oder bleibst du? Ja, ich bleibe, sagt sie. Das war alles? Ja. Und hat sie dir Vorwürfe gemacht? Hat ja, sie klar, sie hat gesagt, so geht er nicht. Und beim nächsten Mal hau ich ab und so. Und dann war das zweite Mal, dann ist sie immer noch da geblieben und so. Ja, jetzt erwarten wir ein Kind zusammen. Ja, das ist ja wirklich ein ganz wesentlicher Punkt, weil auf einmal verändert sich ja die gesamte Ebene. Es ist jetzt nicht mehr irgendeine Larifari-Beziehung, sondern ihr werdet Eltern. Aber da sitzt ja auch so ein bisschen das Problem, ne? Du zweifelst an der Vaterschaft. Auch, ja. Warum denn? Ja, weil sie zum Beispiel auch bei Typen mit im Bett geschlafen hat oder wo wir uns gestritten haben, ist ja auch dann zum Bekannten hingefahren und da haben sie auch auf der Couch zusammen geschlafen und solche Chosen. Also das heißt, du denkst, sie schläft da nicht nur bei dem Bekannten, sondern auch mit dem? Ja, da also, denke ich mal schon, ja. Was wäre denn, wenn? Ja, dann wäre sofort Schluss. Dann sage ich, komm, hau ab, verpiss dich. Ja, aber warum packt ihr euch dann nicht beide ins Rolltor? Dann kriegt ich zu und ihr könnt nach Hause fahren. Dann geht getrennte Wege. Oder eine offene Beziehung. So, fertig. Das habe ich auch angeboten, das wollte sie nicht. Trotzdem, ihr seid heute hergekommen, natürlich, weil Dennis euch auch ein bisschen hierher zitiert hat. Ja, weil, Dennis, du wolltest beiden ja auch mal ganz klar sagen, was du davon hältst. Aber dann brauchen wir natürlich auch die Steffi dazu. Herzlich willkommen, Steffi! Na du, Steffi, also ich muss sagen, das klingt ganz schön doof. Die ganze Beziehung scheint irgendwie sehr, sehr, sehr chaotisch zu sein. Dennis hat so ein bisschen was beschrieben. Was sagst du denn zu den Vorwürfen? Ja, auf eine Art hat der Dennis recht, was Kevin eben da mit mir macht, ne? Ja, aber warum lässt du dich denn so von ihm behandeln? Ich weiß es ehrlich nicht. Aber bist du denn noch verliebt in Steffi?
Ja, irgendwo auf der einen Seite ja, aber auf der anderen Seite nein. So, weil dafür gab es so viel Stress in den letzten paar Wochen. Sag mal, Steffi, verletzt sich das gar nicht, wenn er so redet? Ja, sicher, natürlich. Sag, bist du denn gar nicht eifersüchtig, wenn du hörst, dass du mit zwei anderen Frauen was hattest? Na klar bin ich eifersüchtig, das habe ich genau gesagt. Aber wie reagierst du denn dann, wenn er dann kommt und sagt, pass auf, Schätzchen, ich muss dir was sagen, ich habe letzte Nacht mit einer anderen geschlafen? Ja, da sage ich, ich muss erst mal ein paar Tage drüber nachdenken, um mir selber klar zu werden, was er überhaupt mal gemacht hat. Ne? Hast du das Gefühl, dass es ihm dann leid tut in dem Moment? Also ich glaube, in dem Moment weiß ich nicht, glaube ich nicht. Aber ich denke mal an den anderen paar Tagen, wenn er drüber nachgedacht hat, weiß ich nicht. Ich glaube aber schon. Stimmt es, dass Kevin schon mal eine mit nach Haus gebracht hat? Ja, das stimmt. Steffi, erzählst du mal, wie das war? Ja, das war so gewesen. Er ist irgendwie feiern gegangen, ich bin zu Hause geblieben, weil ich da keine Lust drauf hatte. Und dann hat er mich irgendwann in der Nacht angerufen und meinte, ja, pass auf, ich bringe jemanden mit nach Hause. Ich so, warum das denn? Ja, die hatte da wohl Stress mit ihrem Kerl oder sonst was, weiß ich nicht. Und dann hat er gesagt, nee, warum? Ich so, was soll das? Lass sie da. Na, und dann hat er die einfach mit nach Hause gebracht. So. Und dann? Ja, dann haben sie, sag ich mal, im Wohnzimmer geschlafen. Wer sie? Ja, die beiden. Oh. Normal geschlafen. Was? Normal, also, ne? Und du hast im Schlafzimmer geschlafen? Nein, ich war da mit bei, also erste Zeit. Ich bin dann erst nach ein paar Stunden rübergegangen. Darf ich, verstehe ich das richtig, Kevin? Also du hättest mit diesem anderen Mädel auch bei euch beiden zu Hause geschlafen, während Steffi nebenan im Zimmer gesessen hätte? Ja, ich glaube wohl. Also an dem Abend war ich ziemlich gut betankt. Und kannst du mir mal verraten, wieso du dir das gefallen lässt? Wieso hast du da so ein schlechtes Minderwertigkeitsgefühl offensichtlich? Ich lass mir das nicht gefallen. Ich verkriech mir deinen Zimmern rein, ne? Und verpiss mich dann. Ich bin dumm. Kevin? Also ich muss sagen, ich finde, Dennis hat wirklich relativ das sehr auf den Punkt gebracht, alles, was er gesagt hat. Weil du hast eine Art und Weise, dich, ich weiß nicht, ob du jetzt hier rummackerst gerade oder ob das wirklich deine Art ist. Nein, das ist normale Art. Aber findest du denn, dass das eine gute Art ist, die du da am Leib hast? Nein, das will ich gar nicht sagen, dass das ist. Ist die Mutter deines Kindes? Davon ja. Gehen wir doch zumindest mal aus. Ja, gehen wir von aus. Das ist definitiv so. Da gibt's Er denkt, du hättest ihn betrogen? Nein, da gibt's keinen Zweifel dran. Ich habe ihn nicht betrogen. Und da bin ich ganz ehrlich. Okay, was wäre denn, wenn er sagt, er hätte dich zweimal betrogen? Was wäre denn, wenn das mehr als zweimal war? Was würdest du dann? Würdest du dich denn irgendwann auch mal trennen? Oder, ja, sicher. Also wie oft, ab wann würdest du dich denn trennen? Ja, es soll jetzt, sag ich mal, keine 20 Mal werden oder so, aber... Aber gibt es irgend so eine magische Grenze, wo du sagst, also wenn er mich so oft betrogen hat, dann mache ich die Biege? Wann wäre das denn? Sie ist doch jetzt schon psychisches Wrack. Steffi, sag mal bitte, ab wann... Ich möchte einmal wissen, wo bei dir diese Grenze ist. Wann käme bei dir der Punkt, dass du sagen würdest, also dann ziehe ich eine Grenze, dann will ich nicht mehr. Wann wäre das? Ich weiß es nicht. Du weißt es nicht? Nein, ich kann es nicht sagen. Ihr wolltet beide vom anderen einen Lügendetektor-Test. Kevin, in deinem Fall habe ich das Gefühl, das ist durchaus berechtigt, den mal einzufordern. Steffi sagt ja ganz klar, sie ist absolut treu gewesen, aber du zweifelst ebenfalls. Und man hätte auch Verständnis dafür, wenn auch Steffi sich den einen oder anderen Seitensprung erlaubt hätte, bei dem Krawall, den ihr da zu Hause habt. Wir werden es in ein paar Sekunden wissen, denn wir kriegen sie jetzt, die Testergebnisse. Und zwar von Marc! Ich fange mal mit dir an, Steffi. Beziehungsweise vielleicht nehme ich auch doch erst dich, Kevin. Kevin, ich habe mal eine Frage. Wir haben ja diesen Test gemacht. Ja, und ich weiß ja sowieso schon viel, viel mehr als alle anderen unter Umständen. Ich frage dich einfach, möchtest du der Steffi was sagen? Ja, ich muss aber sagen, ich hatte mehr wie drei Frauen. Ich hatte mehr als drei? 8 bis 10 Stück und wo ich mit dem Sven auf dem LKW... Ja, das war noch nicht alles. Wo ich mit dem Sven auf dem LKW war, da sind wir nach Bremerhaven hochgefahren, weißt du, dass die Puffmeile da ist, wie bei uns in Namen, die Südstraße, und da waren wir auf 5, 6 Mal Puff oder so. Das kriegt was ganz Groteskes wirklich gerade, weil Kevin scheint ein totaler Sadist zu sein. Also entweder
ich weiß nicht, ein totaler Sadist, der unheimlich viel Spaß daran hat, seine Freundin zu quälen. Das ist der Eindruck, den ich bekomme. Was soll ich machen? Es ist passiert, man kann es nicht rückgängig machen. So, sie sagt dann wieder zu mir, sie geht oder sie bleibt. Ja, aber so. Erklär mir das mal. Also 10-mal hast du einen Seitensprung gehabt. Ja, so 8 bis 10-mal ungefähr. Davon aber das war immer nur am Wochenende. Das war, wenn wir dann unterwegs waren. Er hat das teilweise auch gesehen, so wie ich die Frauen dann so mitgenommen habe, wie ich Training gefahren bin. Ich war nie bei. Also, nein, das habe ich nicht gesagt. Wollte ich gerade sagen. Aber das heißt, auch Prostituierte waren dabei. Du warst ein Puff, hast du ja gerade gesagt. Ja, ja, im Bordell, richtig, um mal flicklich auszudrücken. Ich finde Puff viel passender, ehrlich gesagt, weil das, da weiß man einfach genau, worum es hier gerade geht. Ja? Wie oft warst denn du im Puff? Keine Ahnung, 3-4 Mal. Da, offensichtlich. Steffi? Macht nichts, oder? Was, also ich kann das ganz schwer einschätzen gerade, weil du stehst da, du gackerst, du hast schon, konnte dich ja schon heimlich beobachten, während du hinter der Bühne standst, hast du schon gegackert. Und ich finde es ganz seltsam. Also das, was sich hier gerade so präsentiert, macht einen sehr seltsamen Eindruck. Ich fühle mich fast ein bisschen verkohlt bei der ganzen Geschichte, sage ich euch ganz ehrlich. Ja, sie wusste das ja nicht, dass ich hier so fremdgegangen bin. Sie wusste ja nur von den 3 Malen jetzt oder so, ne? Also noch mal eine andere Sache. So wie du mit ihr umgehst, das macht einen sehr, sehr gemeinen Eindruck. Der Punkt ist ja der, sag mal, ich habe dich ja vorhin gefragt, liebst du sie noch? Da hast du so komisch so... Und beim Test habe ich Nein gesagt. So. Und warum? Sag ihr das mal ins Gesicht. Ja, beim Test habe ich Nein gesagt, also... Guck ihn mal an. Ja. Nee, kann ich nicht. Spring hoch und schmier ihn ein. Ich möchte den Test... Von dir, Steffi, aber noch mal anschauen, weil den von Kevin brauchen wir eigentlich nicht mehr anzugucken. Die wesentlichen Sachen sind gesagt. Er liebt dich nicht und er geht dir immer fremd. Er wird dir auch die nächsten 20 Mal noch fremd gehen, nur dass das klar ist. Ja, er wird nicht aufhören damit. Und er ist aber wenigstens, das muss man fairerweise sagen, offen genug, damit auch dann so umzugehen, dass du in der Tat die Möglichkeit hättest, Konsequenzen zu ziehen. Er hat dir ja sogar eine offene Beziehung angeboten. Er führt sie schon lange, das weißt du, ne? Ja, klar. Ja, mach das doch mal auf von der anderen Seite, dann gibt es auch nicht so viele Probleme. Du kannst mir am Arsch lecken. Ja, trotzdem. Kevin, ich werde dir jetzt mal zeigen, wie deine Freundin... Ich bin im 4. Monat schwanger. Erst mal dran gedacht. Du denkst ja, sie hat dich betrogen. Du denkst ja, dieses ich denke, Kind. Ich vermute es. Genau, ist ja das Gleiche mehr oder minder. Ne? Also du vermutest ja, dass dieses Kind, das sie unterm Herzen trägt, nicht deins sein könnte. Könnte. Ja, ist es so oder nicht? Wir gucken es uns an. Wir haben mehrere Fragen gestellt. Steffi, bist du während der Beziehung mit Kevin jemals mit einem anderen Mann Hand in Hand durch die Stadt gelaufen? Weil genau das wurde behauptet. Nein. Du hast mit Nein geantwortet und das ist dein Ergebnis. Hast du in der Beziehung mit Kevin jemals Sex mit einem anderen Mann gehabt? Nein. Auch da sagt sie ganz klar, nein. Wir schauen rein. Und nun kommt die Frage, die vielleicht das gesamte Dilemma dieser Beziehung erklärt. Liebst du Kevin von ganzem Herzen? Ja. Du hast mit Ja geantwortet. Man will es ja gar nicht hören, aber es gibt auch da ein Ergebnis. Und das ist in der Tat der Grund für eure problematische Situation. Du bist verliebt in ihn und er nicht in dich. Und ich wünschte, Steffi, dass du dich entlieben würdest und ganz schnell ihn mit einem Tritt in den Hintern verlassen würdest. Das würde ich dir wünschen. Aber Dennis, die Chancen sind gering, oder? Ich sag mal ja. Also es wird, ich sag, morgen früh laufen die wieder durch die Stadt, es wäre nie was gewesen. Ich habe mich vor 20.000 Mann blamiert. Und wenn das Tatsache ist, dass sich daran nichts ändert, verspreche ich dir, dann gibt's mal richtig einen auf die Fresse. Nicht von dem Kleinen, sondern von mir. Du willst bei ihm bleiben, ne?
Warte mal, wir machen es mal anders. Ah, einmal würde ich sie gerne selber in der Hand halten. Geh mal bitte da rein. Ich? Ja, du, Kevin. Okay, komm her. Pass mal auf, du hast 10 Sekunden. Geh zu ihm, wenn du bei ihm bleiben willst. Dann verabschiede ich mich schon mal an dieser Stelle. Wünsche euch alles Gute für eure zukünftige Beziehung, für eure gemeinsame Elternschaft. Ich wünsche dir viel Glück für die Geburt, falls wir uns dann nicht mehr sehen. Oder sagst du, adios muchacho, kein Bock mehr. Also so lasse ich mit mir nicht umspringen. Dann sei konsequent, dann bleib hier drin stehen. Dann drückst du ihn weg. Du kannst... Aber entscheide dich, bitte. Zeig uns, wie groß du bist. Drück drauf! Drück auf die Scheiße! Ansonsten geh zu mir rein. Entscheide dich, bitte. Steffi, darf ich dir einmal was sagen? Entschuldigung, wenn das klingt, vielleicht ist es grausam, wenn ich das jetzt so noch sage. Ich möchte nur einmal, dass du weißt, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Weißt du, wie er gerade reagiert hat hinter dem Rolltor? Nein. Ich hab's gesehen. Wie denn? Er hat die Arme hochgerissen und gejubelt. Entschuldigung, wenn ich dir das so sage. Also ganz ehrlich, Entschuldigung, wenn ich dir das jetzt so brutal sage, aber es ist wirklich, er geht so schlecht mit dir um. Er hat so eine profilneurotische Art, sich auf deine Kosten irgendwie wichtig zu machen. Er hat die Arme hochgerissen und gejubelt, als du ihn weggedrückt hast. Er will gar nicht. Ich unterstelle Warum ihm... Warum sagt er mir das denn nicht? Verdammt nochmal. Und damit geht er mit mir in eine Sendung, er tickt und mein ganz Sau. Ich weiß es nicht, aber das, was ich vermute, es ist nur eine Vermutung meinerseits, aber ich glaube, dass der Dennis mir da auch zustimmen würde. Ich habe das Gefühl, er hat ein gewisses Maß an Freude daran, dich klein zu machen. Damit meine ich nicht körperlich klein, sondern mental klein. Und das ist ein ganz, ganz niederer Zug an ihm und ich finde nicht, dass du den noch weiter bedienen musst. Das musst du alles selber entscheiden. Du kriegst ein Kind von ihm. Ja, ich würde normalerweise rate ich wirklich niemals einer werdenden Mutter einfach so, verlass den Vater deines Kindes, weil das würde ich nie machen, das geht viel zu weit. Aber in eurer Situation, muss ich sagen, ist das so eine schwierige, eine problematische Konstellation. Er geht nicht gut mit dir um. Ja? Und du bist nicht, ich habe das Gefühl, du bist in dem Fall nicht stark genug, um dich richtig aufzulehnen gegen ihn. Ich wünschte, genau. Du könntest das, aber ich würde wirklich empfehlen, dass du mal drüber nachdenkst, ob du ihn nicht vielleicht doch lieber verlässt, weil er wird dich nicht auf Händen tragen. Okay. Kevin, ich wünsche dir alles Gute. Ich lasse dich jetzt hier alleine. Okay. Also, ich bitte dir, wenn du dich entscheiden solltest, ja, wenn du dich entscheiden solltest, Konsequenzen zu ziehen, irgendwie, und ein bisschen Hilfe brauchst dabei, ich bitte dir sehr gerne meine Hilfe an, okay? Also, sei es der Schritt raus aus der Wohnung oder einfach im Gespräch oder nur mit irgendjemandem dich mal öfter zusammensetzen zu können oder so, dann sag mir Bescheid. Ich fordere dich jetzt nicht auf und sag, komm, lass ihn stehen und dann stehst du mit deinem Baby alleine da. Also, dann wende dich an mich, ich helfe dir dabei. Natürlich nur, wenn du das selber willst, okay? Okay, ich sag tschüss an dieser Stelle. Alles Gute für die Geburt. Mach's gut. Tschüss. Oi, 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 oi. Boah. Ich sag doch, dein Freund wird nicht mein Freund, das sag ich dir doch. Das ist bestimmt ein netter Typ als Kumpel, aber er geht nicht gut mit dir um. Ja, als Kumpel. Aber du als Kumpel, hab ein Auge da drauf. Ja, selbstverständlich. Und nimm ihn an die Kandare, ehrlich. Ja, klar. Ja? Ich freue mich schon drauf. Ja, ich mich auch. Alles Gute. Danke. Ja, danke. Mach's gut.